So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Wi-Fi Battle Videos gegen jemand von euch, nämlich gegen den lieben Mikkel, den ich vor 2 Wochen, glaube ich, auf Twitter gebattelt habe. Oder über Twitter. Und das ist halt ein perfekter Moment, in dem ich jetzt erstmal, ja, meinen neuen Rahmen auspacken kann. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank an den lieben Resi. Link findet ihr in der Beschreibung zu seinem Kanal. Schaut da mal vorbei. Richtig chilliger Typ. Ich feiere den Rahmen, der sieht ziemlich chillig aus. Und, ja, alle wichtigen Infos sind erhalten. Das heißt also, wenn ihr auch gegen mich mal battlen wollt, seht zu, dass ihr mir auf Twitter folgt, um immer aktuelle Infos zu erhalten. Wenn ich mal Livestream und einen Wi-Fi-Battle-Stream mache, wenn ich mal nach einem Wi-Fi-Battle auf Twitter suche, dann schaut da einfach mal vorbei und immer schön den Freundescode adden. Jo, dann werdet ihr nämlich immer auf der safen Seite. Das Team, das ich benutzt habe, ist eigentlich wieder, ich glaube, fast dasselbe, was ich auch schon in der letzten Episode der Wi-Fi-Battles benutzt habe. Dieses Mal wieder mit Mega Bisaflor. Mega Bisaflor ist halt ein ziemlich geniales Pokémon, wie ich finde. Macht ziemlich viel Spaß, es zu spielen und ist halt, wie ich finde, recht Autopilot-mäßig. Bisaflor tankt halt auf beiden Seiten ziemlich viel und hat halt einen ziemlich geilen Movepool. Ja, auf der gegnerischen Seite sehen wir jetzt beispielsweise aber so Pokémon wie Demeteros T, Bishop, also Cesurio, Azumarill, Latios, Mega Diancie und wie hieß das Ding nochmal gleich? Tentantel, genau. Und gegen die meisten der Pokémon kann natürlich Mega Bisaflor unglaublich viel reißen. Probleme könnten für unter anderem hier Latios, für mein Mega Bisaflor beherbergen, sag ich mal, und natürlich auch das Tentantel auf der gegnerischen Seite und auch ein Mega Diancie kann ein angeschlagenes Mega Bisaflor schon ziemlich hart nerven. Naja, ich würde aber sagen, ohne groß drumherum zu labern, machen wir uns doch einfach mal auf in den Kampf gegen den lieben Mikkel. Auch wenn der Ingame Mikaela hieß. Oder Mikaela. Mikaela, ja. Wahrscheinlich, weil er einen weiblichen Charakter hat. Ja, definitiv so. Jedenfalls entschließt er sich jetzt hier erstmal wieder mit seinem Tentantel zu leaden und dieses Matchup kennen wir auch schon aus der letzten Episode der Wi-Fi Battles. Und diesmal dachte ich mir so, yo, Overpredicten im ersten Turn, das geht sowieso nicht klar und deswegen gleich mal Feuersturm, aber er protected und ist deswegen geschützt. Aber in der zweiten Runde darauf overpredicte ich leider, greife an mit Siedewasser, kriege natürlich keinen Burn, wie soll es auch anders bei mir sein. Und er kriegt jetzt hier erstmal safe die Egelsamen raus, was ziemlich nervig ist, denn wenn ich einen Feuersturm getroffen hätte, wäre das, glaube ich, sogar mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein One-Hit-KO gewesen. Ich meine, das ist ein offensives Lasho-King und Feuersturm bei der Vierfachschwäche von Tentantel. Ja, das tut dann natürlich schon weh, aber so ist dann leider nicht gekommen. Das heißt also, ich bin jetzt erstmal mit meinem Lasho-King besamt und kann deswegen hier nicht so viel Druck ausüben, wie ich es eigentlich will. Aber nichts hält mich davon ab, hier weiterhin mit meinem Lasho-King hier erstmal Angriffe zu spammen. Ich meine, das ist ein Assault-Vest Lasho-King mit Eisstrahl, Feuersturm, Siedewasser und Psyschock, wenn ich mich nicht recht erinnere. Aber nee, mit der Psychokinese, genau. Und er entschließt sich hier auch gleich mal in seiner Zumerin zu wechseln. Ich greife natürlich wieder mit Feuersturm an, aber ja, keine Wirkung. Und er doublet hier ziemlich sicher raus und mein Switch in mein Mega Bisaflor war natürlich recht obvious. Dagegen kann natürlich einer Zumerin nicht so viel machen. Und er doublet raus in sein Latios und ich war mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher, was das für ein Latios ist, aber ich bin ein Mega Bisaflor mit maximal physischer Defensive und das heißt, ein Psyschock sollte ich ziemlich sicher tanken können. Psychokinese wahrscheinlich eher nicht so, aber ja, die meisten Latios spielen halt heutzutage den Psyschock drauf und deswegen war ich mir sicher, dass ich hier safe drin bleiben kann. Und er auch in Bartney auch die Kraftreserve vorher hat wahrscheinlich einen Switch-Out meinerseits predicted. Ich greife an mit dem Schlafpuder, misse natürlich. Bin aber sicher, dass ich mit einem Live-Orb-Psycho auf jeden Fall nochmal überleben werde. Aber auch das zweite Mal geht mein Schlafpuder daneben. Das heißt wiederum, ich muss jetzt hier rauswechseln. Und mein bester Switch-In in Latios ist natürlich King Derp. King Derp kann nämlich alles, was dieses Latios mir oder ihm entgegenwirft, ziemlich solide tanken, während das Latios weiter hier Live-Orb-Recoil bekommt. Und mit einem Eisstrahl kann ich dieses Latios, falls es drin bleiben sollte, auch sicher aus dem Spiel nehmen. Ja, er macht es hier aber natürlich ganz gut und wechselt in Azumarill. Gegen Azumarill kann ich mit meinem Lasho-King nicht so viel machen. Eigentlich sogar fast gar nichts. Ich kann halt nur mit Psyschock angreifen, um da halt neutralen Schaden draufzuhauen. Aber ja, da er das halt schon recht provokant rausgehauen hat, das Azumarill, wollte ich es auf jeden Fall hier nicht zu einem Free Belly Drum Boost kommen lassen und bleibt deswegen drin. Und er geht tatsächlich hier auch für die Bauchtrommel.
Und ich bin in der Lage, ein weiteres Mal Siedewasser rauszuhauen und zu hoffen, dass ich eventuell einen Burn kriege, was die Sweep-Kapazität von diesem Azumi dann schon deutlich, deutlich senken würde. Aber nein, leider kommt es nicht dazu und deswegen muss ich hier leider rauswechseln und ich gehe in meine Hypotenuse, in meinen Hypoteros, was ich in diesem Battle eigentlich nicht allzu sehr gebraucht haben sollte eigentlich. Ja, und er entscheidet sich hier erstmal für Abschlag zu gehen. Abschlag knockt meinen Hypoteros bei plus 6 nicht aus. Das zeigt eigentlich nur wieder, was für ein Monster Hypoteros ist. Und ganz nebenbei habe ich natürlich noch den ganz coolen Side-Effekt, dass ich hier den Sandsturm rauskriege, weswegen ich Azumarill jetzt erstmal kontinuierlich Schaden kriege. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir schon, dass es hier mit einem Sieg definitiv nichts wird in diesem Match, aber ich habe nicht aufgegeben und ich hatte einen ganz guten Out gegen das Azumarill, nämlich mein Cesurio. Und Cesurio kann ab dieser Range mit dank des Life Orbs und des Tiefschlags erstmal das Azumarill safe outspeeden und dann mit einem Tiefschlag das Azumarill sicher aus dem Spiel nehmen. Würde jetzt erstmal eine Gefahr, ganz große Gefahr gebannt hätten, nämlich das Azumarill. Das Azumarill hätte nämlich richtig krasse Probleme bereiten können. Robin wechselt hier in sein Tentantel und ich nutze jetzt hier erstmal die Gelegenheit, um mich hier mit meinem Schwert dann hoch zu boosten. In dem Fall, dass er auf Egelsamen geht, kein Ding. Egelsamen machen mir absolut nichts aus, aber ich bin jetzt ein plus 2 Cesurio, das ja einen Gyroball sehr relativ solide aushalten kann. Und ja, leider kriege ich hier nicht den K.O. bei plus 2 mit dem Abschlag. Er überlebt mit, ich würde sagen, 5% HP. Was sehr ärgerlich ist, denn ich kriege jetzt natürlich hier erstens Life Orb Recoil und dazu kriege ich natürlich noch hier Iron Barb Schaden, also Eisenstachel Schaden. Und das bringt mich in eine Range, wo mich halt ein weiteres, ein weiterer Abschlag oder ein weiterer Kontakt-Move halt auslocken würde. Aber ich wollte mein Cesurio auf jeden Fall noch behalten, denn das kann mir insbesondere gegen Latios beispielsweise noch ganz nützlich sein. Und deswegen wechsle ich hier sicher raus und zwar in meinen Lashoking. Dazu ging es hier in der Lage, mit dem Eisstrahl das Tentakel aus dem Spiel zu nehmen und ja, Lashoking ist the man, sage ich da jetzt einfach mal ganz spontan. Problem ist natürlich nur, Lashoking ist jetzt hier erstmal ein kleines Opfer für das Cesurio, was hier reinkommt und Cesurio lässt sich das nicht nehmen, geht direkt auf Abschlag. Abschlag natürlich mit Step und dem Bonus dank des Items, das ich getragen habe, ein One-Hit KO und deswegen halt nicht so cool. Aber es hat mich schon erstaunt, dass es ein One-Hit KO war, weil Lashoking ist halt nicht gerade an Balki, aber vielleicht überschätze ich hier auch Lashokings physischen Bulk jetzt gerade einfach nur in Maßen. Ja, das Gute ist aber halt, ich kann jetzt hier in sicher in mein Togekiss reinwechseln. Ein Iron Head sollte nämlich auch mein Togekiss tanken können. Ist nämlich halt mit Maximum an AP-EVs geskillt worden. Und ich kriege das Diancie, was hier reinkommt, erstmal mit einer Thunder Wave, so paralysiert, was richtig nice für mich ist. Und ja, Diancie ist paralysiert und ich nutze jetzt hier erstmal die Gelegenheit, um zu scouten, was er tun wird. Er mega entwickelt sich natürlich und ich greife mit Air Slash an und kriege hier den Flinch seinerseits. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er natürlich hier erstmal sicher durchkommt, war natürlich sehr gering. Und anhand des Air Slash Schadens habe ich auch gesehen, wow, die ist mega Diancie. Das ist definitiv ein bisschen bulkier, als man es sonst von Diancie kennt. Und ja, deswegen wechsle ich hier natürlich erstmal einen Bishop raus, mehr oder weniger als Death Order. Wenn er noch eine Paralyse bekommen hätte, hätte ich hier nochmal ein Iron Head für free raushauen können und das hätte ich alles in seinem Team wehgetan. Und deswegen gehe ich hier jetzt erstmal in mein Bisa-Floor. Ich wollte hier einen Safe Switch in meinem Bisa-Floor haben, damit ich meinen Bisa-Floor wieder hochheilen kann. Und ja, Bisa-Floor ist jetzt nämlich extrem wichtig. Bisa-Floor ist ziemlich nice gegen Cesurio. Ich kann ja halt Cesurio sicher in halt Abschlag, mein Bisa-Floor so sicher in Abschlag und so weiter reinwechseln und das ist halt schon extrem wichtig, wenn ihr mich fragt. Auch Landorus ist mit einem Mega Bisa-Floor ziemlich nice zu handeln und hier wechsle ich natürlich halt in meinen Flygon und ich kriege auch erstmal den Psyshock auf, Verzeihung. Und das Ding ist jetzt gerade, ich habe jetzt gerade einen Scarf geblufft. Ja. Er hätte nämlich hier sicher drin bleiben können und er ging jetzt hier aber höchstwahrscheinlich von einem Scarf aus, was auch nicht allzu, was man ja auch nicht nachtragen kann. Scarf-Flygon ist natürlich die häufigste gespielte Flygon-Variante überhaupt. Ja, ziemlich Standard, aber ist halt die Variante, die man halt am öftesten spielt. Und deswegen wechsle ich hier sicher raus in sein Landorus-Tier und ich kriege natürlich das Landorus erstmal mit der Kehrtwende beim Switchen, kann wieder in meinen Mega Bisa-Floor wechseln und mich mit Synthese hier voll heilen, während ich sehe, wie viel Schaden dieses Erdbeben macht. Und ich merke gerade so, dieser Schaden, der liegt so ziemlich in Scarf Landorus Range, ne? Und die Tatsache, dass er natürlich auch Landorus reingewechselt hat in ein Scarf,
Scarf, Flygon, zeigt mir auch nur, dass er eventuell damit gerechnet hat, dass er auf jeden Fall schneller sein könnte. Ich kann mich jetzt jedenfalls mit meinem Coco Jumbo hochboosten und das ist ziemlich nice, wenn ihr mich fragt, denn, ja, mein Visaflow ist höchstwahrscheinlich wieder bei Full, fast bei Full und kann deswegen hier eigentlich jeden Angriff im gegnerischen Team sicher tanken und dann halt mit Gigasauger oder was weiß ich was, safe entgegenheilen. Deshalb, ich wechsle hier raus in mein Togekiss, er wechselt in sein Mega Dianze. Ich will natürlich mein Togekiss noch behalten, gehe deswegen direkt wieder instantly raus auf mein Mega Visaflow. Und ja, der Diamond Storm, der macht natürlich fast gar nichts. Es ist Peanuts, was der Diamond Storm da gemacht hat. Und ich kann mich hier mit dem Giga sogar fast wieder dementsprechend von den Diamond Storm entgegenheilen. Problem jetzt gerade ist natürlich, dass dieses Dianze, ja, sowieso nicht allzu großes Problem ist. Ich meine, guck ich das mal an. Es ist paralysiert, es ist im roten Bereich aktuell. Kann ich jetzt hier mit Synthese erstmal wieder meinen Coco Jumbo auf so viel HP wie möglich bringen, weil ich werde diese HP insbesondere im Kampf auch definitiv brauchen. Mein Gegner hat immer noch seinen Latios, mein Gegner hat noch seinen Demeteros und vor allen Dingen hat er auch noch seinen Bischof. Und insbesondere gegen Bischof werde ich meinen Mega Bisaflor brauchen, denn mein Mega Bisaflor ist der einzig sichere Switch in Bischof. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch gar nicht, was ist denn das für ein Bischof? Ich meine, ich kann ja immer noch Schwertanz haben und für den Fall der Fälle muss ich irgendwie in der Lage sein, da entsprechend gegen zu reagieren und das natürlich am besten mit Schlaffuder. Ja, ich kann das Giga Dianze jedenfalls danach sicher ausnocken mit maximalen, fast maximalen HP und wechsle wieder in mein Flygon raus. Flygon wird mir jetzt in der Zeit sowieso nichts bringen, weil es wird sowieso von einem gegnerischen Team outspeedet und ja, okay, von Cesurio vielleicht nicht, aber Cesurio gibt meinem Flygon halt jetzt erstmal einen Sucker Punch oder so und deswegen bei Flygon hast du einen soliden Job gemacht, hast du erstmal einen schönen Scarf geblufft und so muss das auch sein. Ja, er ist natürlich auch erstmal für den Draco gegangen, das ist ziemlich gut für mich, denn nach dem Draco wird er hier gegen meinen Togekiss nicht mehr allzu viel Schaden mit dem Psyshock machen und Togekiss kann hier chillig hier erstmal mit dem Zauberschein das Latios aus dem Spiel nehmen. Was ich immer noch bei Togekiss ziemlich schade finde, ist, dass er nicht Moonblast lernt. Der einzige Fehlstep-Move, der auf Togekiss wirklich Sinn macht, ist natürlich Zauberschein und das ist ärgerlich. Moonblast hätte natürlich so Togekiss schon sehr, sehr gut getan, muss ich gestehen. Ja, ich kann das Latios jedenfalls aus dem Spiel nehmen und Latios war halt ungemein wichtig für meinen Gegner, insbesondere gegen meinen Venusaur. Und nachdem die Gefahr erstmal gebannt ist, kann ich hier meinen Togekiss erstmal aufgeben. Togekiss kann sowieso nicht mehr allzu viel machen gegen Cesurio. Gegen Landorus hätte es natürlich noch ganz gut sein können, auch wenn es nicht wirklich gerne ein Dingenskirchen tankt, ein Leute, es fällt mir nicht eine Steinkante. Aber das ist sowieso irrelevant, denn ich bin jetzt hier noch mit meinem Mega Bisaflor auf dem Feld. Mega Bisaflor trifft mit dem Schlafbruder. Und was mich halt erstaunt hat, ist vor allen Dingen, dass das Cesurio hier an erster Stelle erstmal schneller ist. Ich war mir nämlich ziemlich sicher, dass ich das Cesurio outspeeden könnte mit meinem Coco Jumbo. Aber er hat höchstwahrscheinlich relativ viel Speed Investment in sein Cesurio gehabt. Und ich kann dieses Cesurio jetzt erstmal genüsslich mit Gigasauger aussaugen. Mich mit Gigasauger halt auch noch entgegenheilen und natürlich noch Schaden auf den Cesurio anrichten. Und ich kriege jetzt natürlich hier auch nochmal eine ziemlich lange Sleep-Phase auf dieses Cesurio. War natürlich auch ein bisschen glücklich, dass ich mit dem Cesurio, das Cesurio generell, mich nicht geflincht hat. Denn sonst hätte es tatsächlich sogar nochmal ein bisschen eng werden können. Ja. Aber er hat natürlich immer noch die Chance, dass er mich jetzt mit Iron erstmal ziemlich krass flincht. Aber er kriegt ja nicht dafür einen Crit und ja, man merkt jetzt schon langsam, es bahnt sich an. Mein Gegner hat jetzt gerade in der Situation nicht mehr wirklich eine gute Chance, an meinen Mega Bisaflor vorbeizukommen. Mega Bisaflor nimmt nämlich jetzt auch als allererstes das Cesurio aus dem Spiel. Landorus kommt rein und vor Landorus muss ich mich weiß Gott nicht verstecken. Ich meine, Erdbeben macht natürlich immer noch grundsoliden Schaden. Wenn er jetzt hier an der Stelle gecritted hätte, boom, ich hab's voll genommen, wäre das Spiel auch raus gewesen, aber ich kann mich hier nochmal mit der Synthese entsprechend entgegenheilen. Und ja, das ist natürlich jetzt so ein Matchup, was eigentlich für einen Zuschauer ziemlich ekelhaft ausschaut, aber ja, wenn man seine Ressourcen gegen Mega Bisaflor halt nicht wirklich gut einteilt, dann kann es halt ziemlich oft so enden, dass man an diesem Monster nicht mehr wirklich vorbeikommt. Und Mega Bisaflor macht das, was er am besten kann, nämlich den Gegner abfacken mit seinem unglaublich krassen Bulk. Und ja, zwischendurch riskiere ich natürlich erstmal wieder, dass mein Schlafbruder misst und mein Gegner im Zug darauf critten kann, aber das war mir relativ egal, denn ich wollte das Spiel hier so schnell wie möglich beenden. Schlafbruder connected bei Landorus. Landorus kriegt, jetzt erstmal einen Gigasauger reingerückt und ja, der Gigasauger, der macht natürlich hier auch wieder ziemlich guten Schaden, reicht leider nicht für einen Turret-KO auf dieser Range aus, aber
Ja. Weiterer Gigasauger sollte mich hier schon in den Range bringen, der ich ein Erdbeben mal wieder überleben kann. Und das ist natürlich ziemlich nice für mich. So, Gigasauger connected. Gigasauger saugt diesen Nebentier raus richtig viel AP aus. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch darum, ob dieses dieser Erdbebenangriff ein Crit ist oder nicht. Wenn mein Gegner mich nicht crittet, dann war es das. Mein Gegner crittet mich nicht. Und deswegen kann ich hier mit dem Gigasauger nochmal das Nebentier raus aus dem Spiel nehmen. Ja, GG an dieser Stelle an Mikkel. Und Leute, ich muss gestehen, nach dem Start, ich habe nicht gedacht, dass ich da noch irgendwie rauskomme. Ich meine, das Latios hat natürlich mein Mega-Bisa-Floor so richtig hart geknechtet. Gut, zweimal Schlafpuder war natürlich halt auch ein bisschen nervig. Also Schlafpuder Mist. Und die Tatsache, dass ich am Anfang nicht direkt auf Feuersturm gegangen bin und safe geblieben bin, ärgert mich im Nachhinein natürlich auch sehr. Aber mein Gott, ist passiert. Letztendlich haben wir gewonnen. Das ist das, was zählt. Und ja, Leute, GG an dieser Stelle, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid, dann könnt ihr dem Video ja gerne einen Daumen hoch geben. Gerne auch eure Meinung zu dem Rahmen in die Kommentare. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao, euer Regi.